Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem kleinen Blog Redaktion 42. Schön, dass du wieder da bist. Freut mich. Es gab wohl einen Kinofilm und zwei TV-Ereignisse, die in mir den Entschluss reifen ließen, den Beruf des Journalisten einzuschlagen. Einmal war es Die Unbestechlichen von Alan Pakula sowie die beiden TV-Serien Lou Grant und später dann Kir Royal von Helmut Dietl. Mitte der 80er Jahre lief Kir Royal zum ersten Mal im deutschen Fernsehen. Aus dem Leben eines Klatschreporters, so der Untertitel der Serie. Hauptperson war Boulevardreporter Baby Schimmerlos, mitten in der Münchner Schickeria. Seine Freundin war die Mona, die Chefin war Frau von Umru, seine Sekretärin war die Edda und sein Fotograf war der Herbie Fried. Alle Rollen waren perfekt besetzt und wie bei den meisten Dietl-Produktionen waren die Dialoge schlichtweg genial. Helmut Dietl in seiner Genialität bediente sich realen Vorbildern, sei es die Münchner Abendzeitung oder Klatschreporter Michael Greta. Einige der dargestellten Personen habe ich selbst getroffen und um ein Autogramm gebeten. Oder mit ihnen ein wenig geplaudert, wie mit der großartigen Ruth Maria Kubitschek über Engel, Feen und Frau von Unruh. Ihr echtes Vorbild in Kir Royal war die Verlegerin Anneliese Friedmann, für die ich mal gearbeitet habe. Später war sie mit Eberhard Ebner zusammen, für den ich im Grunde auch gearbeitet habe. Klein ist die Welt. Baby Schimmerlos ist in Wahrheit Michael Greta. Der Landtagsabgeordnete Dr. Josef Geishofer ist wohl der damalige Vorsitzende der Hans-Seidel-Stiftung Fritz Pörkel. Dietl selbst sprach ich einmal auf einer Veranstaltung an und bat ihn um ein Autogramm, das er mir gegeben hat. Michael Greta traf ich später mal in der Spielbank von Bad Wiessee. Ich hatte in der Gegend immer wieder Seminare und besuchte mit einem Kumpel das staatliche Spielcasino, um vergeblich meinen Reichtum zu mehren. Von Michael Greta wusste ich, dass er dort regelmäßig verkehrte und packte vorsichtshalber mal seine Autobiografie Extrablatt ein. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr Michael Greta geschaut hat, als ich ihn beim Roulette mit seinem Buch konfrontiert hatte und um ein Autogramm bat, als sei es das Natürlichste auf der Welt. Verdutzt geschaut und begeistert unterschrieben. Danke, Herr Greta. Und jetzt ist meine Kir Royal-Sammlung um einen Edelstein reicher geworden. Eine entfernte Nachbarin, herzlichen Dank, liebe Bea, kennt die Mona, also in Wahrheit die großartige Senta Berger. Bea erzählte mir von Senta und ich bat sie im Dezember 2021, mir ein Autogramm zu besorgen. Das tat sie dann auch und ich sag ganz, ganz heftig, vielen, vielen Dank. Senta Berger schrieb auf ihrer Autogrammkarte für mich neben Namen und Datum auf der Rückseite den legendären Spruch: Du schreibst ja sonst über jeden Deppen aus der ersten Kir Royal-Folge. Danke für so viel Humor. Ich werde das Senta Berger-Autogramm neben Dietl in meinem Arbeitszimmer aufhängen, als Inspiration, doch den besten Beruf der Welt gewählt zu haben. Du schreibst ja sonst über jeden Deppen. Ein wichtiger Spruch, vielleicht auch für diesen Blog. Herzlichen Dank. Und wenn ihr auch Kir Royal-Fans seid, gebt mir ein Like und abonniert den Kanal. Danke.